Leute, willkommen zurück hier bei Minecraft, die Wii U Edition. So, wir sind hier gerade dabei, unser Haus noch ein bisschen, hier so einen Garten noch anzubauen. So einen Hintergarten. Das letzte Mal haben wir hier... Was war das? Okay. Ach so. Lass mich raten. Da ist eine Spinne drin. Nein? Okay, ja, das letzte Mal haben wir hier so ein, also wir haben alles abgebaut, das ganze Gras, was hier drum gebaut wurde, haben wir alles abgemacht. Wir haben das Haus, das erste Dorfbewohnerhaus und das, ja, das letzte und das erste Dorfbewohnerhaus haben wir zerstört. Wie die alle den Kopf zu drehen. Wee, 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 wee. Ja, hier die Dorfbewohner haben wir jetzt hier eingezündet. Das hier kann man theoretisch auch noch wegmachen. Die muss ich nämlich eh noch. Die bleiben nicht da. Upsi. Oh, nein! Nein, 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 nein! Das geht nicht mehr, das geht nicht mehr! Geh da weg! Bitte! Bitte! Geh da weg! Ah, oh, Glück gehabt. Wer... Ich glaube, das war sogar der Wichtige. Ja, natürlich war das der Wichtige. Ja, das war sogar der Wichtige. Ja, da wäre der jetzt weg gewesen, ne? So, also, und das letzte Mal haben wir da hinten ein, ja, ein kleiner Pferdestall noch hierfür gebaut, für das komische Pferd da. Und hier. Also hier geht's dann zum Keller. Aber von der anderen Seite... So, das müsste, glaube ich, tief genug sein. Ich muss jetzt hier so einen Gang mal bauen, bis ich hier bin. So, und dann kommt das jetzt hier weg. Und ich brauche mal... Ja, das geht jetzt nicht. Ich brauche Licht. Und Licht ist hier. So, man kommt also dann von hier. Geht so hier runter. Und dann ist man hier. Moment, das braucht man doch eigentlich nicht. Ne, das braucht man nicht. Sieht man zwar da, dass das... Aber dann ist ja Licht. Da kommt da etwas Tageslicht an, aber auch nur... Genau, das könnte doch so ein Kellerfenster sein. Ja. Also das hier kommt dann weg. Das ist natürlich noch nicht der Keller. Und so tief geht der Keller auch nicht. Moment. Wenn ich das hier jetzt mal wegbaue, dann haben wir da das Haus. Ne, da haben wir... Doch, da haben wir das Haus. Das heißt, wir müssen noch eins tiefer gehen, denn da hinten habe ich auch schon irgendwas gesehen. Wir müssen noch eins tiefer gehen. Und hier dann alles anbauen. Moment, das brauchen wir doch auch nicht. Na, aber wir lassen es mal da. Sonst sieht es nämlich irgendwie komisch aus, aber bei mir sieht ja alles komisch aus. nein. Es wird natürlich auch noch hier alles mit anderem Stein gemacht. Ziegelstein oder so. Ich mach das aber jetzt nochmal kurz so. Also, das ist jetzt die Höhe, auf der wir bauen können. Das heißt, wir haben das und da. Genau, da haben wir noch genug Freiraum. Was wir hier unten dann machen werden, das weiß ich auch noch nicht so richtig. Wir werden auf keinen Fall hier Hühner anbauen, wie das letzte Mal. Nee, es war das vorletzte Mal. In Staffel Dings. Staffel 3. Das Minecraft Let's Play mit den kürzeste Minecraft Let's Play, wenn ich. So, dann schauen wir mal hier, wie weit geht denn das Haus überhaupt? Bis es geht noch weiter. Bis dahin. Oh, okay. Das heißt, bis hierhin
geht dann der Keller. Verdammt. So. So, sehr gut. Ja, wunderbar und sehr gut. Das sind ja immer meine Wörter hier, ne? Und ja, das ist Rudi. La 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 la. Okay. So, ist das Haus wirklich so klein? Seht euch mal hier den Umriss an. Also, es ist nicht wirklich ein Umriss, sondern die Fläche. Ne, ich sehe jetzt schon die Fläche. Okay. Komm schon, mach das hier weg. So, das müssen wir dann gleich noch ausleuchten. So. Aber ich denke, das Ausleuchten, da müssen wir noch ein bisschen warten, weil wir nämlich... Ja. Ach, der Boden, stimmt, der Boden. Der Boden muss ja auch noch weggerissen werden. Aber der Boden nicht weggerissen. Oh Mann, Davis. Mein Controller spinnt die ganze... mein Gamepad spinnt die ganze Zeit. Der bewegt sich einfach. So, ja, wieder was kaputt. Nee, das war schon so. Ich war Rudi. Rudi. Ach, jetzt seht ihr den auch wirklich mal, weil es endlich hell ist. Ja, so sieht er hier also aus, dieser kleine Köter hier, ne? Sieht irgendwie aus wie so ein Bibi-Hund. Ja, ein Bibi-Hund. Der ist von Bibis Beauty Palace. Hallihallo, meine Lieben. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ne, wie sagt ihr das immer? Ach, keine Ahnung. Ja, also Rudi kann natürlich hier auch laufen und gleich geht es weiter, keine Sorge. Moment kurz. Oh nein! Rudi, geht's dir gut? Geht's dir gut? Wunderbar, wunderbar. Er dreht sogar den Kopf. Aber ich glaube, das ist ein bisschen schmerzhaft. So, seht ihr diesen Hund? Seht ihr diesen Hund? Das ist ein wahrer Hund. Solche Hunde liebe ich. Er fliegt. Er fliegt, ein fliegender Hund. So, ich habe natürlich auch noch Upsi. Ich habe natürlich auch noch. Moment, was hab ich? Ich habe sogar noch einen. Ich habe noch eine Ente, also einen Huhn. Dann einen Ocelot, ein Schwein, ein Schaf und eine Kuh. Meh. Wuff. So, ja, das ist mein Glücksbringer, habe ich jetzt schon gesagt. Der steht halt da immer so. Wunderbar. Und dann geht er hier. Ja, so geht der Hund natürlich immer. Okay, das hat man jetzt gesehen. Leute, dann geht's weiter. Moment mal kurz. Ist ja klar, funktioniert nicht. Alles klar. Ja, dann muss ich das jetzt hier alles mit Brickstones voll machen. Das heißt, die ganzen Wände. Und dort, wo schon mal Wand ist, kann ich es natürlich auch ausleuchten. Da habe ich einen Block zu viel gemacht. Dann machen wir erstmal diese Wand hier. Was ist das hier? Das kommt natürlich auch weg. Ah. Moment, nee, das brauche ich doch gar nicht. Verdammt. Ja, der Boden. Machen wir den mal. So, komm schon. Dum, 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 dum.
ach ja, der wievielte Part ist das jetzt? Der 25. oder so? Ich weiß es nicht. Achso. So! Sieht ja irgendwie schon mal ganz hübsch aus, oder? Oder auch nicht. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Was, der ist 10 Uhr. Ist ja noch früh. Was war das denn? Kaum schaue ich auf die Uhr, fällt hier irgendwas um oder so. Ich weiß gerade gar nicht, was das war. Hat sich einfach so angehört. So. Ach so. Ich wollte das jetzt so lassen. So. Da haben wir ein kleines... Ach nee, haben wir doch nicht. Kleines Problemchen haben wir nicht. Doch ein Flash-Test bin ich, enttäuscht mich nicht. Oder was auch immer Grundhilda da gesagt hat. Oh. Wir machen das sowieso hier eingängig. Das heißt, hier... Das heißt, das hier machen wir alles mal zu. Haben wir doch kein Kellerfenster. Und eine Fackel haben wir auch nicht. Ich habe da unten eine Höhle gesehen. Bam und bam. Ich mache das jetzt erstmal ganz grob hier. So, ist aber ein großer Keller. So, kommen die hier noch hin? Was ist denn das hier schon wieder? Aus dem Fahrzeug vergessen? Okay. Dann hier noch. Moment, da könnten wir doch eigentlich. Nee, nee, nee. Doch. Doch, 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 doch. Da bauen wir dann Lampen ein. Hä? Wie kann das denn passieren? Ach so, ich glaube hier, oder? Nee, dann kommt's ja dahin. Ach, keine Ahnung. Jetzt haben wir das auf jeden Fall schon mal so, dass wir hier das so haben. Ach, keine Ahnung, wie ich das machen will. Was wir überhaupt hier machen. Ah, vielleicht kommt... Nee, nee, nee. Jetzt machen wir ein Luxushaus. Das ist der Boden. Das ist der Boden. Jetzt kommen wir aber ja gar nicht mehr da hoch. So, denn hier kommen noch diese Bricks hin. Wo sind sie? Hier. Hä? Moment, das sind sie ja gar nicht. Das hier sind sie. Bam, bam. Und schon kommen wir schon nicht mehr da durch, oder? Doch. Wir kommen da ohne Probleme durch? Na, habe ich es doch gewusst. Das heißt, wir müssen das hier noch eins weiter ausbreiten. Jetzt kommen wir dahin. Sieht aber irgendwie ein bisschen dumm aus. Aber naja. So, und dann hier. Nee, das genau das nicht. Das da. So, das muss auch noch weg. Genauso wie diese ganze Wand hier. So. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Hä? Bam. Das brauche ich doch gar nicht. Bam. Und bam. Oder? Das brauche ich nicht. Nee, das brauche ich nicht. Hätte ich nur hier gebraucht. Aber da noch nicht mal. So, dann bauen wir hier noch sowas hin. Und vielleicht da noch sowas hin. Vielleicht machen wir einfach das Ganze hier zu.
So. So, und hier ist dann vielleicht noch eine Tür. Nicht vielleicht, sondern da ist eine Tür. Mit keiner Druckplatte, nein. Sondern so einer Tür. Und ich hab sie schon wieder nicht. Ne, diese Tür. Ich hab doch gesagt, beim Update, wo es diese Türen hier gab, die sind gut für den Keller. So, also kommen sie auch in den Keller. So, dann geht man halt hier so runter. Der Keller ist dann hier noch abgeschlossen oder so. Dann kann man halt hier reingehen. Oder hier ist dann einfach noch so eine kleine gemütliche Wohnstube. Mit irgendwas oder so. Oder was auch immer. Da können wir dann halt im Survival Mode noch irgendwas reinmachen. Oh ne, Rudi ist umgefallen. Ja, keine Ahnung, was wir da jetzt hinmachen können. Aber es ist auf jeden Fall gut. Und wir können hier auch vorbei. Oder Moment, wir machen das so, sodass man das nicht sieht. Man sieht es zwar hier schon, aber... Ja, keine Ahnung, wie ich das machen will. So, hier dann halt... Dings da. So, und hier hat man dann... So ein kleines, gemütliches... Irgendwas... So ein kleiner Strand. Ich mach das hier mal alles weg. So, hier mit Sand. Alles voll. Upsi. So. Und bam und bam und bam. Wieso bin ich gerade gesprungen? So, jetzt haben wir das hier. Hä? Und hier können wir dann jetzt so kleine Dinger hinmachen. Keine Ahnung, was kommt denn da hin? Mal durchstöbern. Hier so ein Zaun mit einer Druckplatte als Tisch. Und dann vielleicht, ja, das habe ich auch gesehen. Und ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, von wem ich das gesehen habe. Es war so ein richtig coolen Stuhl. Genau. Ja, mit Schildern. Wie immer. Und mit... Moment mal, damit müsste es eigentlich auch gehen. Oder eher so braun. Moment. Braun? Das ist braun, oder? Ja. So, ich teste das jetzt kurz mal. Also, man hat hier halt... Wünsch. Sowas setzt man, okay, denn eben nicht. Aber das da, setzt man die Tür drauf. Ist das, glaube ich, so nicht richtig. Und dann hier links und rechts. Oder hier. So, das ist, glaube ich, so ein Stuhl. Ich weiß es aber auch gerade nicht. Moment. Upsi, nein! So. Geht das nicht?
Naja. Okay, das lassen wir wohl sein. Aber wir machen trotzdem hier so eine kleine Sitzecke. Ja, genau so. Ja. Kommt hier links und rechts noch ein Schild dran. Und hier dann in die Mitte so ein kleiner Tisch. Bam. So, und dann, was gibt's noch hier? Blumen brauchen wir jetzt unbedingt nicht. Das brauchen wir auch nicht. Und das erst recht nicht. Hier gibt's eigentlich auch nichts. Das auch nicht. Das. Ne, hier auch nichts. Da nichts. Und hier vielleicht. Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Oder hier so ein Leuchtfeuer vielleicht. Einfach nur so als Dekoration. Irgendwo. Nee. Okay, also haben wir hier. Dann machen wir hier das gleiche nochmal. Bam. Na komm. Dann machen wir das anders. Wir machen. So. Haben wir hier so eine gemütliche Sitzecke. Mit so einem Tisch. Dann kann man hier so auch rausspringen. Ne, Moment. Wenn man dann von hier oben kommt, kann man einfach da drüber springen. Das ist. Aber so springt, so weit springt ja keiner. Ich kann dann hier hoch oder auch die Monster, wenn sie es geschafft haben. Die können dann aber auch wieder rausgehen, ne? Ja. Gut. Die können natürlich auch in den Keller und die Tür kaputt machen. Und vor allem können sie hier rein. Das ist ganz gut. Ich weiß nicht, seid ihr noch da? Ja, ihr seid noch da. Wie machen wir das jetzt? Vielleicht. Mir fällt nur Ausleuchten ein. Also unten im Keller erstmal noch ordentlich ausleuchten. Wieso laufe ich eigentlich da dran vorbei? Wuff. So, also man geht dann hier rein. Gibt die Fackeln hier. Macht die Fackeln hier ab. Und macht dann hier alle zwei, sowas nicht alle zwei, sondern überall sowas hin. Oh Mann, meine Augen brennen. So, da kommt überall was hin. Außer in den Ecken. In den Ecken ist nichts. Sieht nämlich schon ein bisschen blöd aus. So. Sehr gut. Hier natürlich kommt da noch so eine Fackel hin. Und vielleicht kommen hier diese Leuchtstäbe nochmal hin. Die kann man ja jetzt hier so dranhängen. Okay, vielleicht nicht gerade vors Fenster. So, die geben ja Licht. Hat man die da oder vielleicht? Nee. Moment, kann man. Nee, das sieht alles nicht so gut aus. Aber hier, Moment.
So können wir das doch auch machen. Kommt dahin, dann hierhin. Und hier brauchen wir dann auch keine Angst mehr zu haben. Ich komme hier nämlich nicht mehr raus. So, dann hier machen wir die dann hin. Und da machen wir das hin. Die leuchten ja heller als Fackeln. Da kommt's hin. Da kommt's einmal hin und das war's. So. Mal schauen, wie das dann in der Nacht aussieht. Also, hier sind Fackeln. Da sind Fackeln. Und das ist auch schön beleuchtet. Und von innen wird's auch nicht so hell, da wir da so ein Ding haben. Das heißt, da könnten wir eigentlich was hin platzieren. Ich häng das jetzt ab und pack dann hier einfach so ein schwarzes Banner rein. Braun, nee, schwarz. Hier packe ich jetzt einfach da rein. So, als ob wir das so einfach abgebaut haben. Und hier haben wir, glaube ich, auch noch was drin, ja. Das packen wir dann da hinten noch rein. So, hier kommt das dann noch rein. Oh. Ich habe mich gerade hier vor erschrocken. Ich dachte, da steht jemand. Ich mache das so schön rein. So. Oh nein. Aber ganz ehrlich, wer erschreckt davon nicht, wenn er daran nicht mehr denkt? So, mal schauen, ob ein Creeper da steht. Nee, da steht keiner. Da steht keiner. Da steht aber jemand. Aber das ist ja nicht so schlimm. Okay. Dann. Moment mal. Wieso bin ich auf einmal da? Tag einstellen, meine ich natürlich. So, und. Was? Was war das? Achso, hier. Ach ja. Na gut, das ist so eine Sache, ne? So, dann kann ich auch hier immer schön beobachten, ob da jemand steht. Wunderbar. So, Leute, dann sind wir eigentlich mit dem Großteil schon fertig. Was wir... Nee, mit dem Großteil sind wir noch nicht fertig. Wir haben gerade vielleicht mal die Hälfte davon gemacht, was wir im Creative Mode alles machen wollten. So, denn jetzt fehlt nur noch, uns ein Haus zu bauen, ein neues Haus. Die Hundehütte. Und etwas für die Dorfbewohner. Und ich glaube, mit den Dorfbewohnern werde ich das mal anfangen. Die sind nämlich hier. Und wissen nicht, wo hinten und vorne ist. Und deshalb... werde ich für die jetzt so ein kleines Häuschen bauen. Und das Häuschen ist daraus gebaut. So, das ist einfach so ein ganz kleines Haus. Ja, ein Holzhaus. Das ist Holz, das neueste Holz. Steinholz. Gibt es in der Erde? Unter der Erde? Ah! Nee. So. Machen wir gerade erstmal zwei Blöcke hoch, um zu schauen, ob die da überhaupt wieder rauskommen. Oh Gott. Aber die kommen da ja, glaube ich, nicht hin. Freu dich, du darfst dich wieder bewegen, Kumpel. Und du auch, du kannst deinen anderen Kumpel besuchen. Und ihr könnt alle wieder hier rauskommen. Bitte. Kommt schon. Ja, sehr gut. Komm schon, du gehst auch noch. Okay, ich baue das hier jetzt mal schon zu, wo sie nicht mehr sind.
Und ich... Nee, nee, nee. Ah, hier sind sie jetzt nicht mehr? So, du sitzt natürlich jetzt hier ganz falsch. Nämlich, jetzt ist hier auch alles zu. Und ihr könnt jetzt nichts anderes mehr tun. Ja, komm, du läufst jetzt noch da hoch. Bitte. Ja, nein. Weh, du läufst gleich wieder runter. Ja, komm, du gehst bitte auch noch. Komm doch schon! Es kommt doch einfach hier hoch! Ja. Na komm schon, ganz hier hoch. Schon! Geh jetzt da hoch! Ja, du meine ich! Dich meine ich! Ja! Okay, wir werden es einfach so machen. Wir werden das hier wieder abreißen. Und müssen dann hier rein. Ja, genau, da soll es ja auch eigentlich rein. Also, der eine da fehlt noch. Und ich glaube, er kommt nicht mehr raus. Ich glaube eher, dass die anderen da wieder reingehen. Geh bitte mal weg. Ich hab dich vorgewarnt. Hast du ja nicht gehört? Nicht unterhalten! Rauskommen! Hey du! Hey du! Ja, dich! Ja, dich, mein ich! Hier! Ruf den! Ist nix, ernstes! Hey, ruf den mal da raus! Den da! Ja, ja, ganz genau. Hallo, moin. Ich hol den da raus. Oder du bist der Nächste. Das ist sogar noch der Wichtigste, der hier drin ist. Und wo ist der andere hin? Ah, da stehst du hier. Komm doch bitte hier raus. Ich mach dir auch extra noch ein bisschen mehr Platz. Komm doch. Nein! Für dich nicht. Ich zäune dich hier ein. So. Ja. Ja. Hab. Hab. So, na endlich. Da muss man einen einzäunen, damit da rauskommt. So. Also. Also, du gehst bitte noch hier weg. Jetzt steht da noch da drauf. Ich glaub's doch nicht. Das ist doch nicht wahr. Ja, jetzt ist er natürlich weg. Danke sehr. Nein! Nein! Juli, Juli, ja! Hi, ja! Ich weiß, ich kann nicht jodeln. Nein, was mache ich denn da? So, da kommt jetzt eine Stahltür hin. Damit sie nur nicht mehr ausbrechen können. Ne, andersrum. Ja, sehr gut. Mit einem Hebel. Hebel? Knopf, meine ich. Nee, lieber mit dem Hebel. Die Knöpfe können ja die Skelette betätigen. Und Leute, oh, der Part. Leute, okay, dann bevor der Part... Verdammt. Bevor der Part dann zu Ende geht, sage ich noch, beim nächsten Mal sehen wir uns halt wieder. Geh doch zu! Verdammt! Ihr haut nicht ab. Okay, dann lassen wir es halt erstmal so. Also Leute, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Das war's jetzt erstmal wieder von dieser Aufnahmesession. Und wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal einen Daumen hoch da. Wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen uns dann
Ja, und wenn euch mein Kanal generell gefällt und ihr keine weiteren Videos von mir mehr verpassen wollt, und von Rudi natürlich, dürft ihr mich auch gerne kostenlos abonnieren. Einfach unten neben meinem Katzenkanalbild auf das rote Ding da drücken, wo abonnieren steht. Und schon habt ihr mich abonniert und ihr verpasst keine Videos mehr von mir. Das war's aber jetzt erstmal wieder von dieser Aufnahmesession von Minecraft RU Edition. Beim nächsten Mal schauen wir dann weiter. Wir werden wohl dann da hinten das Rudi-Haus basteln. So, also wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao. Rudi, nein! Ja, du bist das als nächstes dran. Nein! 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 Okay, ciao, Leute. Alter, ist das Bild gerade scharf? Ja, wieso ist das Bild die ganze Zeit nicht so? Egal. Okay, bis zum nächsten Mal.